Es ist Franck Ribéry anzusehen. Das Training ist hart in der brütenden Mittagshitze von Portland. Der Franzose gönnt sich eine kleine Auszeit. Er schuftet wie eh und je, will unbedingt wieder zu seiner alten Bestform zurückfinden, die er zuletzt so lange vermissen ließ. Niemand musste so viel Kritik einstecken wie er und dann auch noch das bittere WM aus, so kurz vor dem Turnier. Ein persönlicher Tiefpunkt. Natürlich war es schade, ich war da nicht in Brasilien. Ich konnte nicht spielen in WM mit meiner Welt. Natürlich habe ich gesehen dieses Spiel. Wenn ich Frankreich hat gespielt gegen Deutschland, war ein bisschen komisch für mich. Und ich war natürlich ein bisschen traurig. Aber das ist Leben, das ist Fußball. Franck Ribéry ist zurück, wirkt wieder spritzig wie zuvor, hat den Spaß am Fußball wiederentdeckt. Er ist bereit, es allen zu zeigen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich bin wieder gesund. Ich kann wieder Training normal mit meiner Mannschaft. Wenn ich bin auf dem Platz, ich bin immer glücklich. Ich mache immer Spaß und das ist immer gut für mich und für meine Mannschaft. In rund einer Woche kann sich Ribéry das erste Mal wirklich beweisen. Dann geht es gegen Dortmund um den deutschen Supercup. In den USA steht aber noch ein letzter Härtetest an, gegen ein All-Star-Team aus der Major League Soccer. Dabei trifft Ribéry auf seinen früheren Weggefährten Thierry Henry. Der Angreifer kennt die Qualitäten seines Landsmannes nur allzu gut. Ich habe Frank erlebt, als er als junger Spieler in die Nationalmannschaft gekommen ist. Man hat sofort sein Talent erkannt. Es war nicht einfach, sich im Nationalteam durchzusetzen, bei den ganzen Spielern, die wir zu dieser Zeit hatten. Aber er hat es geschafft und jetzt wissen wir alle, was er für das Spiel getan hat. Franck Ribéry ist ein Kämpfer. Noch so eine Saison will der Franzose, zumindest persönlich, nicht nochmal erleben.